Ja, Prost zusammen. Es ist Sportschau-Zeit, es ist 18:32 Uhr und es beginnt nun der Teil für die zweite Liga mit dem Spiel Jahn Regensburg gegen Hamburger SV. Das wird jetzt gezeigt. Aber ich möchte etwas ganz anderes heute sagen. Es gibt halt also Fans, die wirklich Fans sind und die ich auch toll finde. Die haben sich zum Beispiel bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs gezeigt. Ich gebe das hier einmal wieder. Schalke, Fußball, Bundesball, Schalke, steht auf, wenn ihr Schalke seid. Jeder Bürger hat für Schalke Ticket, Bier und Currywurst. Schalke ist Marke. Also Marke Schalke, wie heißt denn das? Wie Doping, steht auf, wenn ihr Schalke seid. Also deswegen, wenn der Schalke nicht wäre, wie du gesagt hast, also wäre hier tot. Das ist geil. Also das ist richtig geiles Zeug. 70.000, wenn ihr jetzt singt, das Schalke-Lied, dann wäre ich richtig geil. Also richtig. Ne, so ist das. Das ist Fußball. Und was ist jetzt passiert? Der VfL Osnabrück hat am Freitag, also gestern Abend, bei SV Wehen Wiesbaden verloren. Und zwar 2:0. Bei einer Truppe, die auf dem letzten Platz steht, die mit VfL aufgestiegen ist gerade aus der dritten Liga. Und die in jedem Spiel richtig Kracher-Tore gekriegt hat, die also die noch nichts geschafft hat. Und dagegen verliert jetzt der VfL Osnabrück 2:0. Und der Treffpunkt Lila-Weiß, dreht durch. Alle möglichen Leute, die sonst im letzten halben Jahr nichts geschrieben haben, kommen aus den Löchern und sagen, der Verein, das kann nicht, Trümmertruppe, Gurkentruppe, hat der Trainer kein Konzept, warum wechselt er falsch? Also alles draufgekloppt bei diesem einen Spiel, was grandios scheiße war. Ja, ich habe das am Lauschangriff verfolgt. Ich war weder in Wiesbaden noch habe ich Sky oder so eine Scheiße von Pay-TV für Fußball. Aber man konnte es also während des Spiels auch lesen auf dem Treffpunkt. Es muss ein ganz übles Spiel gewesen sein. Ohne Konzept, ohne alles, auch aus der Halbzeit raus nichts passiert, kein Konzept, gar nichts. Naja, jedenfalls, ein Ewigkeitsfan des VfL, Auswärtsfahrer und so weiter, engagierter Typ, der vernünftige Analysen schreibt, der auch viel drumrum weiß beim VfL, der meldet sich jetzt ab. Ja, der meldet sich ab auf dem Treffpunkt, weil ein Spiel mal richtig in den Binsen ging. Das kann doch nicht sein. Das sind doch keine revolutionären Kämpfer. Ja? Natürlich geht mal was in die Binsen, aber dann bleibt man doch dabei. Ich habe zum Beispiel einen ganz neuen Nickname, weil ich mich abgemeldet habe, nicht? Mein neuer Nickname auf dem Treffpunkt ist Dr. Feelgood, formerly known as Netzberg. Ja, und darüber sollte doch man ja doch mal nachdenken, oder? Im Übrigen finde ich Schalke 04 sehr sympathisch. Vielmals besucht. Zuletzt im Parkstadion.